Weiter geht es an 1800 Lanterlöwen. Wir sind vor Ort und wollen diesen Flecken hier, diesen Weiler, ausbauen zu einer richtigen kleinen Stadt, um hier Chroniken herzustellen für den Rest der afrikanischen Welt. Dafür brauchen wir hier mehr Älteste. Und wir brauchen natürlich immer, wenn wir anno 1800 spielen, einen Moment der Muße. Einen kleinen Augenblick der Zeit, um die wunderschöne Aussicht zu genießen. Unter anderem auch, schau mal, wer da hinten ist. Sind das die Piraten? Ist das der Pakt, das Pakt der sieben Weltmeere? Ich glaube, dass diese Festung von diesen Herrschaften, die sich hier dem Willen von Kaiser Ketema noch nicht ganz gebeugt haben und die immer auf uns schießen, wenn wir Schiffe dorthin bringen. Da müssen wir aber auch noch hin. Wir müssen nur noch eine Quest mit ihnen machen. Keine Piraten, sagt Akira Nagasaki. Die schießen nur so auf uns. Ich hatte gehofft, es wären Piraten. Die sind einfach misstrauisch, ne? Nicht spoilern, Leute. Story, ihr habt selber gespielt. Nicht spoilern. Wollen wir alles gemeinsam entdecken. Wir haben noch Quests vor der Brust. Wir machen aber erstmal Folgendes. Wir werfen einen Blick hinein. Zeitung. Einmal Zeitung gucken. Das sind Salutschüsse. Ja, das könnte sein. Melonen ausverkauft. Unfassbar. Skandal, Skandal, Skandal. Wie sieht's denn aus im Diplomatiemenü? Wie sieht George? George kann uns halbwegs gut leiden. Da kann man mal was riskieren. Der mag das nicht, wenn man die Zeitung lektoriert. Wir machen das jetzt. So habe ich es noch nie betrachtet. Meldet sich nicht. Bente meldet sich. Bente mag das nicht. Und sonst? Alles okay? George hat es nicht gemeldet. Aber trotzdem mal ein bisschen um seine Gunst buhlen und um die der anderen. Komplimente machen. Geschenke anbieten. Will er nicht. Was mag er ja gerne? Kompliment hier oben. Ach komm, Frechdachs. Ein Hallo. Geschenke, gib es einfach her. Komplimente. Der See. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Bente. Es stimmt schon. Ich, wie selbstlos. So. Die nicht Angriffspakte, die wir haben, laufen nicht mehr allzu lange. Die werden wir demnächst erleben, dass die auslaufen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hoffentlich erwischt uns das nicht irgendwann im Ego-Modus. Hier bei der Versorgung der Bevölkerung vor Ort hatten wir festgestellt, das meiste, was die Leute brauchen, stellen wir vor Ort auch her, aber wir müssen uns mal kümmern um Wandteppiche und Keramik, nicht um Gewänder, die werden importiert. Wir haben ein Schiffchen, eine Route, die läuft hier lang und die holt hier ab die Hummer und den Hibiskustee und bringt hin Teff für die Landwirtschaft und Gewänder. So. Was wir auf jeden Fall brauchen, also das ist alles okay, es geht um die Bedürfnisse der Ältesten. Trockenfleisch produzieren wir schon für die anderen. Keramik wird benötigt, damit die Gebäude ausbauen und für die Zufriedenheit Wandteppiche. Wandteppich brauchen Indigo, die können wir vor Ort herstellen. Leinenwebereien, Flachs, Teff wird uns geliefert. Können wir uns auch komplett liefern lassen, die Leinen von woanders her? Das können wir auch machen. Aber wenn wir den, der ist vielleicht weniger kompliziert, wenn wir die uns von woanders liefern lassen. Wir brauchen auf jeden Fall Indigo nachher. Wo stellen wir denn im Augenblick Teppiche her? Ich denke hier, ne? Hier stellen wir die her. Haben wir hier eine Überproduktion? Das wäre das Simpelste, dass wir die hier einfach immer abholen. Wie viel haben wir an Wandteppichen vor Ort? Das darfst du nicht. Reichlich. Wie ist die Produktion vor Ort an Wandteppichen? Reichlich. Ich glaube, wir produzieren die hier auch mit für die Insel hier, für Taburime, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Das heißt, das ist das zentrale Teppiche-Versorgungslager. Was wir mal checken können, ist bei der Produktion von allen Inseln hier. Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor dem Magier. Wirst schon sehen. Wie das hier ist mit
hast du denn alles vergessen, was in Wandteppichen und wir produzieren mehr, als wir brauchen. Das heißt, es ist eine reine Verteilungssache im Augenblick. Das heißt, wir können das Schiff, das hier hin und her fährt, pardon, da habe ich mich verklickt, der können wir sagen, dass sie auch Teppiche mitnimmt. Das Schiff fährt von Taburime aus hier hin. Taburime ist das Verteilungsnetz. Hier können wir alles einladen. Zwischendurch ein Danke an SD-Core. SD-Core. Hallo. Hat jetzt ein halbes Jahr schon abonniert. Liebe Grüße an dich. Für Simon Bolivar und die WW-Crew. Liebe Grüße. Danke dir. Wir haben ja das Civ 6 Let's Play mit Bolivar kürzlich. Darf ich das spoilern für die Leute, die nicht dabei waren? Wir hatten einen großen Stream. Einen großen Stream. Mit großen Abenteuern. Ich will mal nicht das Ergebnis spoilern. Liebe Grüße an dich. Danke. Flax ist kein Teff. Flax ist Leinsamen. Wir importieren beides hier. Wir liefern erstmal, wir machen das erstmal hier mit. Dass wir in Taburime einladen. Die Wandteppiche und die hier entladen. Dann ist die für Zufriedenheit gesorgt. Dann können wir auch mal ein Schiff, eine Mini-Aktion, schon mal mitnehmen lassen. Schon ein bisschen auf Vorrat mitnehmen lassen, um das Lager schon mal zu füllen. Damit wir hier keine Probleme haben. Was ich gerne machen würde, weil die Lagerkapazität ist im Augenblick hier nur gering. Oh, es geht eigentlich. Ich hatte gedacht, wir bauen das hier einmal aus, aber es geht eigentlich ganz gut. Wir gehen mal in den Hafen gucken, ob wir ein Depot bauen wollen. Kostet fast nichts, kann man machen. Setzen wir irgendwo an den Rand. Können wir auch hier hinten hinstellen. Das stört es nicht. Genau. Passt knapp nicht hin. Ganz knapp passt es da nicht hin. Hier kommt kein Gebäude mehr hin. Hier können wir es machen. Daneben eventuell nachher noch eins. Nee, die nehmen vier Plätze weg. Drehen kann man auch nicht. Trotzdem machen wir hier. Außen geht auch. Hier kann man auch mehrere hinsetzen. Können die außen anlagern. Ich mache mal einen hier. Du reißt mich nur weiter hinab in die Tiefe. So, das steht hier. Dann sind wir hoch auf 300. Setzen einen auch hier in die Ecke hin. Genau. Hier kommen die Wandteppiche an. Sehr schön. Hier sind die Ziegel auf Vorrat da. Auch sehr schön. Da kann die Piranha einmal zurück und wieder hier vorne hin nach Taburime. Und die Seestern ebenfalls. Dann schauen wir uns die Leute hier an. Gewänder werden geliefert. Nächster Schritt. Zufriedenheit. Wird hier alles, kommt alles langsam rein. Gewänder sind jetzt im Depot. Und auf den Marktplätzen werden jetzt verteilt. Nochmal ein Blick auf das älteste Gebäude. Das war die Zufriedenheit, Bedürfnis. Der nächste Schritt, Keramik. Wo wird Keramik produziert im Moment? Hier vor Ort sind zwei. Deshalb hatten wir ja hinten uns das Lehm angeschlossen. Ich glaube, das ist auch das, die einzige Insel, wo wir im Augenblick die Keramik herstellen. Ich würde es gerne mal hier lassen. Wir schauen mal, wie viel Keramik inselweit hergestellt wird.
genug. Es ist ein Verteilungsproblem. Es wird im Augenblick genug hergestellt. Wir haben allerdings noch nicht so viele Älteste auf dieser neuen Insel. Das heißt, das sollten wir ein bisschen noch ausdehnen. Das heißt, wir machen Folgendes. Keramik wird ja ohnehin hier oben hingebracht zur Hauptinsel. Das sollte analog funktionieren wie eben. Das heißt, wir sollten hier einfach hinzufügen können, einmal Keramik mitnehmen. Und hier entladen. Damit ist alles schon gut. Jetzt checken wir die bestehende zweite Keramikroute. Das ist African Trade. Das läuft auch gut. Mit einem Schiff im Augenblick komplett. Fein. Das heißt, wir haben uns jetzt mit wenigen Klicks schon angeschlossen an die Keramikverteilung der gesamten Insel. Das ist fein. Der gesamten Inselwelt. Dann bringen wir einmal einen Vorrat von Keramik hier hin, so wie wir es eben gemacht haben mit den Wandteppichen. Einmal rüber bitte. Hier hin und einmal ausladen. Einmal Abfahrt. Wenn die Keramik dann hier hinkommt, werden diese Häuser ausgebaut. Nächster Schritt, der Meeresfrüchte-Eintopf, der wird nicht vor Ort hergestellt, nur die Inkredenzien dafür teilweise hier. Hummer im Überfluss sind da, aber die werden woanders hingebracht und woanders produziert. Mit den Chroniken hat noch Zeit. Demnächst brauchen wir noch Tonpfeifen. Wir können aber schon mal ein paar Älteste mehr hier machen. So, und auch mein Blick auf die allgemeine Versorgung mit Konsumgütern in Kneifmich. Der merkt, bei den Grundgeschichten sind wir jetzt fast an der Grenze. Das wird demnächst über noch mehr sein, denn in dem Augenblick, wo die hier Keramik bekommen, bauen die ihre Häuser auf und aus und dann werden hier sogar noch mehr Älteste leben. Wir wollten ja schon mal vorsorglich noch mehr Keramik hier vor Ort produzieren, in Eye of Africa. Ich finde wirklich, wir sollten den Platz hier frei machen. Wir sollten das hier mal lahmlegen und sagen, wir liefern, weil wir machen eine Lehmroute. Ich denke, wir können das auch abreißen hier. Ich leg's mal still. Schon mal. Wir können es ja notfalls dann wieder anschmeißen, falls irgendwas passiert. Und sorgen für eine zentrale Lehmroute. Also bis das alles hier an Lehm abgeliefert wird, es braucht ja ewig und 3 Tage. Was wir machen könnten ist, wir könnten überall hier, wo Lehm hin muss, Lehm mit einem Schiff immer hin und her bringen, von Übersee. Die Frage ist, was ist am nächstgelegenen? Am nächstgelegenen hier, der kürzeste Weg, ist eigentlich von Kap Trelawney aus. Im Augenblick gibt es keine Handelsroute, die hier direkt verkehrt, deshalb ist das hier noch nicht so eingezeichnet. Das wäre eigentlich der naheliegende Weg. Wie viel Lehm haben wir hier? Ich wette, das Lager ist randvoll. Ja, randvoll. Das heißt, wir brauchen einfach nur ein Schiff, was hier immer Lehm hin und her bringt. Dann ist jetzt noch die Frage, wohin soll's fahren? Hier wird der Lehm auf jeden Fall benötigt. Hier vorne in Taburime, da haben wir am Fluss hier eine Lehmschöpferei, die könnten wir auch stilllegen. Die könnten wir auch stilllegen. Ich finde, die brauchen wir nicht. Das ist irgendwie verschenkt. Direkt auf der anderen Seite liegt hier eine Wasserpumpe. Die könnten wir zum Beispiel miteinander verbinden, die Kanäle. Und obwohl, ja. Ich lege die Lehmschöpferei hier mal auch mal still. Und da das Lehm hier für die Keramik... für die Ziegeleiproduzenten dann aus dem Lagerhaus geholt werden muss, baue ich vorsorglich das Lagerhaus schon mal aus.
Wie hoch ist die Lagerkapazität hier? Geht bis 350. Ihr wisst ja, wie wir das machen? Ich glaube, wir machen das so. Wir gehen rüber. Wir bringen erstmal, machen wir alles an, das ganze Lager hier voll mit Leben. Das heißt, das Schiff hier. Die Albatros entlädt sich einmal. Dann fährt sie rüber. Wir bauen auch hier noch zwei Depots erstmal. Hier an den Rand zum Beispiel. Einmal hier. Boah, ist hier viel Platz. Ist ja unfassbar. Krass. Einmal hier an den Rand. Einmal. Zweimal. Ich glaube, am effizientesten ist weiter so zu bauen. Noch eins. So, das reicht aber locker. Jetzt geht's bis 500 hier hoch. Dann entladen wir einmal. Ist die Tante Mimi auch wieder frei und kann Aktionen machen. Tante Mimi ist auch im Chat, ich habe sie gerade noch gesehen. Tante Mimi ist jetzt wieder topfit für irgendwelche Spezialaktionen und fährt einmal eine Taburima. Die ist wieder als unsere Kurierin unterwegs. Und hier können wir jetzt sehr viel vom Lehm entladen. Und den restlichen Lehm bringen wir hier hin. Nach Taburima. Und bauen auch hier mehr Depots. Setzen wir hier an den Rand hin. Jetzt geht die Kapazität bis 450. Das ist das zentrale Verteilungsknotenpunkt hier. Kommt Albatros angefahren, Lehm wird entladen und Albatros bekommt jetzt eine neue Lehmroute von uns verpasst, die da aussieht wie folgt. Eine neue Route, die in Cap Trelawney startet und die beginnt in Crown Falls fährt rüber nach Enbesa, fährt zuerst nach Taburima und dann weiter nach Eye of Africa und dann retour. Ja? Und nimmt mit in Crown Falls Lehm, Lehm, Lehm. Haben wir eigentlich schon eine Brillenroute? Müssen wir gleich mal checken. Ich mache erstmal 5-mal Leben voll. Leben nach Afrika. Haben wir eine Brillenroute? Mal überprüfen. Ja, African Trade 2 fährt hier nur intern hin und her. Die andere Brillenroute ist diese hier. Die fährt von Bullseye aus. Werden die Brillen hier hingebracht. Okay.
Oh, es gibt schon eine Route Lehm nach Afrika. Die wird von Takatuka-Land nach Taborima und bringt Lehm schon dorthin. Und zwar ziemlich viel. Du Schlot heißt die. Okay, gut zu wissen. Auf Dauer werden wir wahrscheinlich hier nur Tabak mit transportieren. Irgendwann wird Lehm ja hier wegfallen. Wir nehmen Lehm hier mal weg. Nehmen dann später noch Tabak mit. Tabakland, Tabak ist ja anscheinend voll. Nennen die um in Tabak nach Afrika. Das ist also bei der Lehmroute lassen wir Taborime erstmal weg. Das haben wir gesehen, das wird schon. Nee, wir machen das extra so. Wir machen einmal Crown Falls Lehm voll und entladen das in Eye of Africa. So machen wir das. Wobei ich vermute, es reicht auch, wenn man nur zwei Slots macht. Aber wir machen es mal so. Dann müssen wir noch ein Schiff dafür nehmen. Und dafür nehmen wir das Schiffchen hier. Das ist die Albatros. Die Albatros kommt in diese Route rein. Die Menschen lassen sie hoch. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, die Albatros mal umzubenennen. Ich würde die gerne umbenennen. Ein Danny-Schiff haben wir schon. Ich glaube, wir haben auch schon ein DJ-Schiff. Aber eben war Real Leprin hatte eben. War eben sehr großzügig. Ich finde, wir machen das mit Real Leprin. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas benannt in irgendeinem Spiel, bei irgendeinem Stream nach Real Leprin. Sollen wir das mal machen? Machen wir, komm, wir machen das. Die Albatros hört jetzt auf den Namen. Die Albatros kommt aus. Moment mal. Irland oder Wales? Irland, ne? Ich weiß nicht nie richtig, wie man das ausspricht. Wie spricht man. Oder Wales? Nein. Leute, lass mich. Wie wird das richtig ausgesprochen? Irland. Wie wird das richtig ausgesprochen? Ich sag immer Real Lepri. Wie wird das richtig ausgesprochen? Chat freut sich. Tante Mimi nickt. Ja, mach das mal, WB. Wie spreche ich dich richtig? Also Real Lepri geht, glaube ich, weil du hast mir den Nickname noch nie um die Ohren geschlagen. Bin mal gespannt. Lehm. Was? Lehmprischauen statt Lehmprischaum wird im Chat vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das der Betroffene cool findet. Die Kobolde sind aus Irland. Leprecon. Wie denn jetzt? Bin mal gespannt, was er sagt. Habe ich die Mutti-Aussprache mir erklärt? Oh Gott. Leprecon. Leprecon, so richtig? Habe ich es richtig? Also lieb, dass mir das in den Lautschrift reinpackst, aber ich kann es nicht mehr so gut wie früher. Leprecon, Korn auf jeden Fall. Korn? Korn oder Korn? Korn, ne? Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Kiba, kannst du das mal bitte für mich googeln, mit wo man dir das vorspielt im Netz und mir das dann erzählst? Korn? Ich breche mir ja die Zunge hier, hat auch nochmal was reingeschrieben. Du schaffst das. Wie man's. Captain Kiba, du hast den Spezialauftrag, jetzt im Netz dir das vorspielen zu lassen, wie sich das anhört und mir das dann nachzusprechen. Wie in Ton! Okay, ich guck mal, mach mich dann zum Fall, Obst, alles klar. Du schaffst das. Captain Kiba schafft das. Wenn es irgendjemand schafft, dann Captain Kiba. Frag mich nicht, warum. Ich finde, der Satz klang gut. Die schafft das. Meldungen und Warnungen, das ignorieren wir. Gott. Der Nicht-Angriffspakt mit einem Hallo erlischt gleich. Was soll er machen? Sollen wir schnell noch eine Quest machen? Schnell noch Geschenke anbieten.
ist die unfreundlich. Ist die unfreundlich. Unfassbar. So, haben wir an alles gedacht. So, willst du es wissen? Ja, erzähl. Leprechaun. Leprechaun. Korn oder Kohn? Leprechaun, mehr so mit einem O. Sagt jedenfalls leo.org. Kohn oder Kohn? Leprechaun. Leprechaun, Korn. Leprechaun, Leprechaun. Betonung war, glaube ich, erste Silbe. Ja, mehr ne? So ein O als ein A. Also so ein Leprechaun. Ein O oder ein U? So ein O. Ein O. Leprechaun. Leprechaun. Betonung erste Silbe. War, glaube ich, ne? Leprechaun. Leprechaun, der sagt das Ende länger. Leprechaun. Leprechaun. Aber Betonung erste Silbe. Genau, so wie es Godzilla schreibt. Leprechaun. 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 Also, Leprechaun, dein Schiff ist unterwegs. Danke. Ab jetzt sage ich dann nicht mehr Real Lepri, sondern Real Leprechaun. Oh, ich hoffe, ich habe das halbwegs hinbekommen. Gleich haben wir alle Varianten durch, Melanie. Ja, so sieht's aus. Schiff ist unterwegs. Nächster Schritt ist, dass wir haufenweise noch Lehm auf Vorrat haben. Wir bringen mal einfach hier nochmal Lehm hin. Wie viel Lehm haben wir denn hier? Hier ist nichts da. Wir bringen denen einmal Lehm. Ach, wie die Sonne im Morgentau glänzt. Lehm können die immer brauchen. Wir bringen mal überall Lehm hin. Einfach so. Den wir sicher mal brauchen. Seestern bringt Keramik. So, jetzt haben die Leute ihre Keramik. Und jetzt werden die auch ausbauen. Gott, sind die schnell. Boot bringt auch die normale Keramik. Pillepalle. Und hier waren wir ja eben. Wir brauchen noch jede Menge Älteste für die Herstellung von Chroniken vor Ort. Darum geht es. Keramik ist da. Meeresfrüchte demnächst auch. Wir können weiter ausbauen. Tabak kommt demnächst. Was wir auf jeden Fall vorher allerdings noch brauchen, ist schon mal mehr Trockenfleisch. Da können wir uns schon mal drauf einstellen. Zuerst bauen wir noch ein paar weitere Häuser ein. Wir machen erstmal ein paar weitere Upgrades, komm. Haufenweise Upgrades. Straßen bauen. Häuser bauen. Das ist das Nadelöhr. Feuerwehr sollte bis zum Ende reichen. Das wird knapp. Boah, eine zweite Feuerwehr können wir nicht so schnell bauen. Da müssen wir hier oben notfalls Industrie bauen und wir können natürlich die Straßen noch etwas verbessern. Das können wir auch noch machen. Ein Hallo. Schnell den Nicht-Angriffspakt wieder in Ordnung bringen. Nicht bevor wir kriegen, was. Ja, 10.000. Gerne. Mache ich gerne. Sehr, sehr gerne. Hat sie ihn angenommen? Ja, voll. Alles gut. Alles fein. Bin ich erleichtert. Noch ein paar Häuser mehr. Den einen Vorgarten hier hin. Ach, das war dahinter. So.
Episodele. Mhm. Ja. Das geht nicht. Noch ein paar Straßen. Na, geht doch. Kann man doch machen so. Feuerwehrcheck. Geht so. Bessere Straßen bauen geht auch noch besser. Hier hoch bitte noch. Letztes Zipfelchen auch. Alles gut. Funktioniert? Fein. Prima. Ja. Klappt. Warnungen kommen rein. Das haben wir geklärt. Ich traue mich kaum zu gucken, aber wie schön, dass wir hier alles ausgebaut haben. Wir haben jetzt einen neuen Stadtrand. Das sind die Quests, die man im Ego-Modus annehmen kann. Die ignoriere ich immer. Finde ich persönlich nicht so stilvoll. Das sind so Zusatzquests, Easter Eggs, die man nur im Ego-Modus machen kann. Was wir dringend brauchen, ist jetzt natürlich auch noch mehr Waren. Das reicht nicht aus. Trockenfleisch muss als nächstes produziert werden. Noch und nöcher. Alles für das gute Ziel, dass wir Chroniken herstellen. Und wenn wir die Chroniken herstellen und wenn wir die Chroniken verteilt haben, dann kümmern wir uns um die Lichter der Stadt. Den neuen Kosmetik-DLC probieren wir den aus und zocken wir den. Verteilen wir neue Ornamente und neue Lichter der Städte bzw. der Großstädte auch überall auf unseren Inseln. Freue ich mich auch schon drauf.